bleibe ich. Und die Leute, ja, sie geben euch Applaus. Leute, ihr werdet es kaum glauben, heute wird es richtig gefährlich, denn Timmy hat meinen Diss-Track gesehen und ich hoffe ja auch, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, mein letztes Video ist der Diss-Track gegen Timmy, Standard-Skill, iCrimex und alle anderen Leute. Aber in diesem heutigen Video müssen wir uns erfolgreich vor Timmy verstecken, denn er hat den Diss-Track gesehen und ist gar nicht gut gelaunt, Leute, und deswegen hat er mich angerufen. Schaut mal her. Ey, Ken, ich hab deinen komischen Diss-Track gesehen. Das war ja richtig lustig, war der. Weißt du was? Ich werde dich dafür 24 Stunden verfolgen. Das wird ein richtiger Spaß. Tschüss. Ihr habt es jetzt gesehen, Leute, und deswegen werden wir uns jetzt 24 Stunden vor Timmy verstecken, weil er sich mit uns anlegen will, Leute. Und ich würde sagen, es geht los, weil der Countdown schon läuft. Leute, wir müssen uns beeilen. Wir sind noch 3 Sekunden geschützt vor Timmy. 2, 1 und ab jetzt geht's nämlich los. Oh nein, nein, nein. Hä, wer ruft mich denn jetzt? Och nein, hey, hallo? Hey, Candy, ich werde dich fertig machen. Checkst du das? Na klar, du wirst gar nicht mehr so viel Spaß haben, du Candy Frosh, ey. Bis gleich. Ey, Leute, der hat mich Candy Frosch genannt und das lasse ich mir nicht bieten. Ich sag euch ehrlich, Leute, wenn er sich mit uns anlegen will, dann kann er kommen. Ich habe einen Rainbow-Raketenwerfer, eine Rainbow-AK natürlich. Und ihr wisst natürlich, habe ich auch einen Rainbow-Baseball-Schläger. Den werde ich ihm auf den Kopf hauen, Leute. Let's go. Leute, ich bin jetzt schon eine halbe Stunde rumgefahren und da vorne ist Timmy, glaube ich. Nämlich ist da so ein pinker Lamborghini und den fährt ja eigentlich nur Timmy. Oh Mann, Leute, ich glaube, es ist ja wirklich... Ich hole mal schnell ein Fernglas raus. Ich hoffe, er sieht uns nicht hier mit unserem Regenbogenauto. Oh Mann, ey. So, aber wo ist der denn jetzt hin, Leute? Ich kann ihn gar nicht sehen. Könnt ihr Timmy hier irgendwo erkennen? Ich sehe ihn gar nicht. Ach, da hinten ist er. Oha, was macht er da? Ey, schaust du gerade diesen Diss-Track an? Oh nein, schau den bitte nicht an, ey. Ich bin Timmy, ich werde darin gedisst und ich finde das gar nicht gut. Also mach das bitte weg. Ja, danke schön. Hi, ich wollte Sie mal fragen, ob Sie diesen komischen Candy kennen, ja? Ja, ja, der ist richtig böse und so. Also halten Sie sich fern von dem. Ja, genau, danke schön. Oha, was redet der da, Leute? Der sagt, ich bin böse. Hä, aber ich habe doch diesen bösen Cornelius zum Beispiel auch erledigt. Ich habe den ganzen Kanal gehackt. Ich bin ja eigentlich der Gute, Leute. Deswegen abonniert mich auf jeden Fall jetzt schon mal. Hey, na, alles gut bei dir? Ja, es geht um diesen Candy. Der war in den Nachrichten auch. Kannst du mir helfen, vielleicht da was zu tun? Ich würde wirklich alles dafür tun, ey, dass der nicht mehr mich disst. Das ist gar nicht schön gewesen. Ja, der soll seine Lektion bekommen. Okay. Ah, Leute, der redet jetzt hier jeden anderen Würfelpark. Aber was bringt ihm das denn? Als ob die jetzt wissen, wo ich bin oder so. Außerdem stehe ich 100 Meter von ihm weg. Als ob der mein Rainbow-Car hier nicht sieht. Aber ich wollte nochmal sagen, ihr habt es ja gesehen, ich habe Laura und Cornelius den Kanal gehackt. Gut, Laura ist natürlich ganz nett, die werde ich sicherlich nochmal einladen. Aber Cornelius, dem werde ich nie wieder Zugriff zum Kanal geben. Deswegen abonniert mich und schreibt schon mal Kommentare, weil ich habe den erledigt. Ich habe gesehen, ihr mochtet den alle gar nicht. Hey, oh, bleib Mann, stehen, Mann! Was ist das bleib denn? Nein, stehen, Timmy hat Junge. Uns gefunden. Oh Mann, Leute, wir müssen hier ganz schnell wegfahren. Jetzt reicht's oh, mir mit nein. dir, ey. Ich verfolge dich jetzt die ganze Zeit und schau, was du eigentlich machst, ey. Ey, aber welches Auto ist... Was? Oh, hat einen Unfall gebaut. Oh, jetzt müssen wir ganz schnell wegfahren. Welches Auto ist denn schneller? Was denkt ihr? Dann schreibt mal in die Kommentare. Der Lamborghini oder mein Rainbow-Car hier, Leute? Weil das Rainbow-Car, die habe ich nämlich noch gar nicht erzählt. Das hat noch so ein paar Fähigkeiten. Die werde ich euch in den kommenden Tagen nochmal zeigen. Oh Mann, ich glaube, wir haben ihn abgehängt. Oh, was war das denn für eine Verfolgungsjagd? Zum Glück hat er einen Unfall. Nein, er ist immer noch hinter uns. Oh Mann, jetzt müssen wir richtig Gas geben, weil sonst kriegt er uns, Leute. Oh mein Gott. Wie schnell. Oh, sorry. Es tut mir leid. Ich muss vorbei. Ey, ey, oh nein. Oh, aber da hinten ist er wieder, da auf der Grünfläche. Ich glaube, gleich haben wir ihn abgehängt. Wir fahren jetzt hier ganz schnell um die Kurve. Das ist nämlich auch so ein Trick. Einfach viele Kurven fahren und dann verstecken und dann hoffen, dass er uns vorbeifährt. Deswegen fahren wir hier links rein. Oh mein Gott, Leute, er ist vorbeigefahren. Na, man kann uns ja hier hinter kaum sehen. Wahrscheinlich hat er uns gar nicht gesehen. Oh Gott, ey, wir haben es geschafft. Richtig gut war das gewesen. Ja, Leute, ich habe nämlich gerade eine Nachricht bekommen. Ich soll mal die Nachrichten anmachen. Oh Mann, ey, jetzt bin ich gespannt, was ich da finde. Oh nein. Ja, was ist das denn hier? Hä, Timmy ist in den Nachrichten. Hey, Leute, was geht? Hier ist Timmy und in diesem Video... Nein, Spaß, Freunde. Ich zeige euch jetzt was ziemlich Cooles. Und zwar einen viel besseren Diss-Track als von diesem komischen Candy Fresh oder Candy Frog. Ich glaube, das ist ein Frosch oder so. Hey. Ja, deswegen hat er so einen komischen Hut. Und wisst ihr was? Ich mache meinen eigenen Diss-Track gegen diesen Candy bei iCrimex zu Hause. Das ist nämlich mein Cousin und da könnt ihr gerne alle vorbeischauen. Bis gleich, tschüss und schaltet gerne ein. Oha,
Ey, Leute, was war das denn gewesen? Jetzt will der einen Diss-Track gegen mich machen, aber der kann das doch gar nicht. Der weiß gar nicht, wie schwer das ist, Leute. Schaut euch mal mein Musikvideo nochmal an, wenn ihr sehen wollt, wie das richtig gemacht wird. Aber er hat jetzt gesagt, er will bei iCrimex einen Diss-Track aufnehmen und da habe ich ja auch meinen Diss-Track aufgenommen. Das Video dazu ist ja auch schon online. Ich würde sagen, wir fahren da jetzt mal hin und schauen uns das Ganze mal an. Mann, Leute, ich bin jetzt hier auf dem Berg vor iCrimex, seinem Haus, das seht ihr hier. Und schaut mal, was da unten los ist. Hä? Schaut mal, wie viele Leute gekommen sind, um den Diss-Track zu sehen. Hey Leute, herzlich willkommen bei Timmy und bei iCrimex. Und ihr wisst ja, Timmy und iCrimex halten immer zusammen. Und ich sehe auch da oben diesen komischen Candy. Was? Der kann mich ruhig beobachten. Hey, ja, nein. Ja. Aber wisst ihr was, Freunde? Jetzt kommt nicht mein Diss-Track. Ich würde den jetzt aufnehmen. Seid alle gespannt und dann sehen wir uns gleich wieder. Ihr könnt die erste Hörprobe dann haben. Oh Mann, Leute, nein. Erstens hat er uns gesehen und zweitens nimmt er jetzt einen Diss-Track gegen uns auf. Aber Leute, er hat ja gerade gesagt, er sieht uns und wir können natürlich zugucken. Das hat er gerade gesagt. Und dann nehmen wir ihm natürlich bei Wort und werden jetzt mal hier reinfahren. Denn was will der denn machen, wenn er mich jetzt angreift oder so? Kann ich einfach sagen, er greift mich an, weil er keinen Diss-Track machen kann. Wie schlecht. Ey, Timmy, bleib mal stehen, Junge. Was willst du? Haha, so. Kann das vertuern? Hä? Willst du mir drohen oder was? Nein, ich will mal sehen, wie du deinen Diss-Track machst. Komm, wir gehen mal hoch. Wir schauen uns das mal an. Komm mit, ich zeig dir das. Aber warte mal, Acrimix hat mir gesagt, du darfst nicht mehr hier rein, weil du hier eingebrochen bist. Okay, aber pass mal auf. Ich habe hier noch so diese, ich habe noch diesen Hacker-Laptop, pass auf. Ja, ich gehe einfach rein. Ah, Leute, der kann hier einfach reingehen, aber für uns ist die Tür, glaube ich, zu. Ich versuch's mal. Oh Mann, Leute, schaut mal, selbst wenn ich hier gegenlaufe, die Tür ist zu. Och, hallo, Mann, bist du da? Klopf, klopf. Ja, ich bin da, aber, Mann, Leute, wir haben doch noch aus dem letzten Video, als wir das vorbereitet haben, haben wir doch von Ben, dem Hacker, nämlich so ein Gerät bekommen. Ich halte das mal hier ran, so. Tritt gewährt. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, wir können jetzt rein. Ja, und oh mein Gott, Leute, wie einfach. Wir können jetzt immer bei iCrimex ins Haus rein. Das muss ich mir auf jeden Fall merken. Und wo ist der denn? Hä, Timmy? Timmy, oh, der ist bestimmt schon oben. Der nimmt jetzt bestimmt seinen Diss-Track auf. Und das schauen wir uns natürlich an. Ich schleiche mich mal hier rein. Okay, Freunde, jetzt kommt nämlich mein eigener Diss-Track gegen diesen komischen Candy, ey, diesen Candy-Frog. Wisst ihr was? Starte den Beat, DJ, 3, 2, 1, let's go. So, Freunde, wisst ihr was? Dieser Candy, ey, ich mache jetzt hier ein Musikvideo einfach random. Denn ich bin nämlich Handy-Rapper. Timmy wird Handy-Rapper und zerstört diesen Candy-Frog. So, mach den Beat dann, Producer. 3, 2, 1... Candy ist nicht Sandy, aber Sandy hat dein Handy. Du denkst, dass wir cool sind, doch du bist nicht mein Zimt. Grün, blau, gelb, entscheide dich, du Gelb. Apo Red klaut dein Red, weil du bist ein Mac. Candy Frog bleibt einfach Schrott. Bo, 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 bo. Oh mein Gott, Leute, was war das denn? Ey, das war ja richtig schlecht, oder, Leute? Das müsst ihr entscheiden. Also, ich werde jetzt nicht sagen, ihr müsst jetzt entscheiden, war das gut oder schlecht? Das war auf jeden Fall die Antwort von Timmy gewesen, Leute. Und ich muss euch ehrlich sagen, wenn man ihn anschaut und mich, bin ich auf jeden Fall der Schönere. Aber, was ich sagen wollte, ist, wir sehen schon ein bisschen ähnlich aus. Also, wir könnten echt gute Freunde werden. Und deswegen würde ich sagen, ey, Timmy, komm mal raus. Das war, das war richtig gut gewesen, Timmy. Ja, ja. Richtig stark gemacht. Spar dir deine komischen Almosen, ey. Ey, ich gehe jetzt wieder. Ja, okay. Ciao, bester Freund. Was, bester Freund? Sag mal, geht's dir gut, ey? Du hast mich vor der ganzen Öffentlichkeit fertig gemacht, aber ey. Es war nur du Spaß. Bist Candy, ey. Du bist Candy Frog, Mann. Ich nenne dich nur noch so, ey. Oha, Candy Frog. Leute, Timmy ist auf einmal cool geworden, aber ich habe doch in meinem Diss-Track gesagt, wir sind alle befreundet und abonniert alle Kanäle. Ja, das stimmt auch. Mann, wir sind auch befreundet. Da hast du auch recht, aber du musst auch zugeben, dass der schon ein bisschen hart war, der Diss-Track. Ja, natürlich, weil ich kann das nur in gut halten, ne? Ich bin ja nicht wie du, ne? Kleiner Spaß. Ja, siehst du, du bist genau wie dieser eine komische Typ, ey, Mann. Ich hab gedacht, du bist anders, aber naja, ich weiß das auch. Okay, danke, Timmy. Okay, dann geh du mal rein, mach du mal ein Musikvideo. Komm, ich will mal sehen, was du so einfach freestylen kannst. Ja, die Leute müssen natürlich noch ein bisschen abwarten. Leute, ich würde sagen, das war's gewesen. Als nächstes kommt Standard-Skill-Reaktion auf meinen Diss-Track. Deswegen abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao mit auf!